Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Teil von Nio 2, wo wir ja beim letzten Mal eine neue Mission gestartet haben. Ich bin jetzt hier mal ein bisschen rumgelaufen. Das ist jetzt irgendwie komisch. Ich war nämlich schon da oben und habe das Spiel beendet. Offensichtlich wird man dann wieder zurückgesetzt an den Anfang und alle Gegner sind wieder da. Also nicht so wie in Dark Souls, dass man da halt einfach seinen Spielstand dann mitnimmt, wenn man das Spiel wieder neu startet. Naja, gut, egal. Ich bin jetzt hier ein paar Mal durchgelaufen, weil mir nämlich Pfeile gefehlt haben. Die sind mir ausgegangen, deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt, habe hier ein bisschen was gelootet. Wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich ja nochmal gucken, ob sich irgendwelche Pfeile hier irgendwo verstecken. Sieht hier im Moment nicht so aus. Hier bei denen habe ich auch immer meine liebe Not. Weil sie halt zu zweit sind. Aber es wird schon. Ich krieg's schon immer besser hin. Auch wenn ich wahrscheinlich nach eurem Geschmack zu langsam spiele. Handschuhe des Diebs. Genau, so. Jetzt laufe ich hier nochmal durch. Und ich habe auch festgestellt, dass... ich weiß nicht, ob das stimmt. Könnt ihr mir ja dann in die Kommentare schreiben. Hier sind nämlich manchmal Pfeile drin. Dass diese blauen Phantome, dass da eine KI beschworen wird. Und keine echten Spieler hier zu Hilfe kommen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. So, ein Pfeil, das ist ja nett. Und noch ein Elixier. Boah, Leute. Sammel hier Zeug. Bin ja happy, happy. Wie gesagt, ich bin hier schon mal rumgelaufen, habe hier ein bisschen gelootet. In der letzten Folge hatten wir, glaube ich, schon ein bisschen gelootet hier. Da kann man übrigens auf den Aussichtsturm rauf und kann hier die Gegend sich mal angucken. Da unten sind irgendwie mehrere Gegner, deswegen vermeide ich da jetzt mal durchzulaufen. Und diese da, die haben überhaupt keine Hose an. Kann das sein? Die laufen da nackig durch die Gegend hier. Der streckt da seinen nackten Hintern vom Dach. Sehr merkwürdige Rüstung. So, dann gehen wir hier nochmal durch. Nur Gold. Brauche ich das Gold eigentlich für irgendwas? Hier habe ich irgendwie einen Stein reingeworfen, kam irgendein Loot raus, aber fragt mich nicht mehr, was das war. Keine Ahnung. So, jetzt, meine ich, in dem Haus war ich auch schon drin, bin von oben dann gleich angesprungen worden. Dann laufe ich mal hier rauf. Den erledigt und dann holen wir uns hier noch Fackelman. Ah, falscher Knopf, Mist. Ah, mit der Steuerung, Leute. Ah, das ist irgendwie... Ich muss mich da total konzentrieren, dass ich hier nicht irgendwie... Genau, hier war irgendwie eine Katze, die nämlich die eher aussieht wie ein Meerschweinchen. Die habe ich mir noch nicht geholt. Weil die ja dann irgendwie immer gleich weg ist, wenn ich sterbe. Die hole ich mir aber gleich, wenn ich hier alles abgelootet habe. Hier oben war ich auch schon. Genau, habe hier auch irgendwie was geholt. So, jetzt geht's mal wieder runter. Ja, dann nehme ich doch die Miezi hier gleich mit, denke ich. Ja.
Natürlich streichle ich Katzen. Alle Spiele, wo man Katzen streichelt, sind tolle Spiele. So, und jetzt geht's hier rauf. Hier war irgendwie auch nichts. Blutiges Grab. Wieso sterben die hier? Ich weiß ja nicht, ob diese Dinger da irgendwo stehen, wo die immer sterben. So, also hier bin ich noch nicht weitergelaufen. So, noch ein Langbogen, mein Gott. Und Pfeile. Also Pfeile habe ich jetzt dann doch. Wieder gut. Ich möchte nicht sagen genug. Man kann ja nie genug Pfeile haben, aber. So. Lass mal hier so ein bisschen die Gegend angucken. Ja, Mietzi. Wieder ist wieder weg. Habe ich jetzt zu lange gebraucht oder was? Verschwinden die nach einer gewissen Zeit? Ach, das ist ja doof. Ach, Menno. Da hinten geht's irgendwie hoch durch einen Bambuswald. Und hier geht's aber auch noch irgendwo lang. Okay. Nachdem wir jetzt so viel Pfeile haben. Und ich habe auch festgestellt, diese Yoki-Fähigkeiten, die ich da angeblich habe oder so, die ich mit diesen Seelensteinen da freigeschaltet habe, die kann ich noch gar nicht verwenden, weil ich die nötigen Skills dazu noch nicht habe. Oh, da ist ein grünes Männlein hier. Kodami, oder wie heißen die? Kondami? Kodami? Habe ich da extra nachgeguckt, wie die jetzt heißen. Schießpulverbombe. Oh, genau, da habe ich auch schon ein paar gefunden. Muss ich da nochmal probieren einzusetzen hier. Komm, halt mal still. Irgendwie löse ich hier eine Regeneration meines Kies aus damit. Manchmal. Oh. Oh Gott. Hat mich einer gesehen. Hat mich einer gesehen. Hier kann ich doch die Leiter runter, oder? Die hatte ich doch von unten schon gesehen, die Leiter. Drüben liegt aber noch Loot. Ich glaube, den hole ich mir aber von hier oben, den Bogenschützen. Weil die machen ja alle unglaublichen Schaden. Ganz egal wer. Einmal erwischt und mal ist tot. Also es ist schon heftig hier, finde ich. Finde ich ein bisschen unverhältnismäßig viel, muss ich sagen. So. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe ja gesagt, ich kämpfe mich hier durch. Fünf Pfeile. Also da kriegt man jetzt richtig viel hier. So. Bevor ich mich denen da unten mal widme. Wie guckt man denn da hin? Achso, da muss ich von da. Muss ich da doch da durch? Ich glaube, wenn ich runterspringe, sterbe ich. Obwohl. Lass mich das mal probieren. Kann ich hier runterhopsen? Ups, mal hier. Ah, es geht. Gut, kann ich den auch gleich
heimschicken hier. Ich habe hier immer noch so ein Fähigkeitspünktlein. Nämlich gesehen. Oh Gott, zwei. Nicht gut. Nicht gut. Ja, ein bisschen Land gewinnen hier. Oh, mit dem Spieß. Ah. Puh. Aber da kriege ich Zeug. Oh. Der mich jetzt hier entdeckt. Oh, oh Gott. Ich bin nur auf die Seite gerollt. Ich bin doch da auf die Seite gerollt. Mensch, Mensch, Mensch. Mist. Also, wie gesagt, den Schaden hier finde ich schon ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Ja, Yokai-Fähigkeit, ich glaube, ich kann die gar nicht anwenden, oder? Doch. Oh. Aber es bringt nicht viel. Oh, ich bin tot. Shit. Ah, nee. Hätte ich doch mal diese blöde Yokai-Fähigkeit weggelassen und... Mist. Ja, vielleicht hat die einfach keine Wirkung, weil ich hier einfach noch zu wenig gelevelt bin. Blöd, Mann. Ja, ich sollte weniger experimentieren. Obwohl, wenn ich nicht rumexperimentiere, dann lerne ich ja nichts. Mist. Mist. Jetzt müssen wir alles wieder da. Oh. Salz. Für was immer ich Salz brauche, wahrscheinlich brate ich irgendwelche Pommes frites. Ach, jetzt kann ich ja hier die Leiter hoch. Ah. Ja, toll. Pfeile und werde auch noch getroffen. Ah, Mann. Kann man hier irgendwie runterrutschen? Ah ja, tatsächlich. Okay. Gut, wir haben ja gesagt, erstmal keine Experimente. Deswegen kämpfe ich mich jetzt da hinten mal hoch. Okay, so. Und ich hatte so viel am Ritter, aber...
auch verloren. Aber ich glaube, da muss man einfach hier Farmrunden und Erkundungsrunden wieder irgendwie ein bisschen unterscheiden. So, du ohne Hose gehörst jetzt hier auch der Katz. Den weg. Und komme ich da durch die Bäume? Den weg. Und den da hinten hole ich mir auch noch. Aber ich vermute, die hüpfen alle vom Dach. So, jetzt könnte ich ja vielleicht auch da unten welche wegschnatzen. Dich zum Beispiel. Oh, nein, so viele wollte ich gar nicht verschießen hier. Mist. Ah, okay, das hat ja wieder super geklappt. Oh Gott. Oh Gott, das ist wieder der. Nein! Oh nein! Also das ist wirklich die Härte dieser Samurai hier. Den anderen, das geht ja. Aber der hier, zwei Treffer und ich bin tot. Supidupi. Aber kann ich hier einfach durchrennen? Wahrscheinlich ist das eine schlechte Idee. Mist, 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 Mist! Kommen die mir nach? Oh ne, die kommen mir alle nach. Okay, gut, das war's. Mist! Oh Gott. Ja, das war eine schlechte Idee. Es war eine schlechte Idee. Ich hätte es wissen müssen. Durchlaufen ist hier immer eine schlechte Idee. Gut. Was es natürlich jetzt irgendwie doofer macht. Probieren wir es, glaube ich, mal mit den Bomben da gegen diesen Samurai hier. Nachdem ich jetzt aus Versehen so viel Pfeile verschossen habe. Wie viel habe ich denn noch? Ja. Geh hier doch mal durch die Kisten. Oh Gott. Da auch noch von oben runter gehüpft. Blöd, Mann. Ein Elixier. Aber ich komme hier echt langsam voran. Das ist echt doof. Da sieht der mich wieder, der eine Pfeiltyp. Gehe ich lieber von oben. Hm.
Oh, da fällt gleich der Kopf samt Hut hier runter. Kommt die Katze wieder? Nee, leider nicht. Also das mit der Katze ist irgendwie doof. Die hätten sie ja ruhig ein bisschen länger hier einen zur Seite lassen können. So. Wo hast du deinen Kopf? Na, den schieße ich besser mal nicht. Wo habe ich denn diese Bomben? Tue ich mal hier rein. Gucke ich doch gleich mal, ob das gut ist, ob die sich bewähren hier. So. Mr. Nackthintern wird gleich auch noch hier dem Erdboden gleich gemacht. So. Wo ist jetzt dieser Samurai-Typ hier? Da. Nee, dich will ich nicht. Dich auch nicht. Ja, das ist ja doof. Wo läufst du denn da hin? Kann ich dich nicht anvisieren so? Muss ich warten, bis er wieder hier durchgelaufen ist. Oder da vorne. Naja, egal. Ich probiere es mal hier. Experiment. Hat er fast gar nichts gebracht. Oh Gott, jetzt kommt er bei den anderen hier angelaufen. Ah! Scheiß Experiment. Nein! Ich hab doch gerade noch ein ein Gesundheitstränklein einwerfen wollen. Ach, Leute. Wisst ihr was? Ich kämpfe mich jetzt einfach mal bis da oben rauf und wir sehen uns dann da oben wieder, weil das kann sicher noch dauern. Und ja, sonst verbimmel ich hier wieder den ganzen Teil hier, die ganze Folge mit Sterben. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich hier mühsam alle Gegner weggeschnetzt. Hat sich mehrere Versuche hat mich das gekostet. Und zwar lasse ich mich von dem gleich noch hier abschnitzeln. Ah, so, ich hoffe ja, dass ich hier irgendwie einen Shortcut dann aufmachen kann. Jetzt sehe ich mich aber erstmal hier unten um, was man hier so einsammeln kann. Relativ wenig. Ah, eine Kiste. Schießpulverbomben. Oma Mori. Und ein Geisterstein. Ich weiß ja immer noch nicht so genau, was ich hier mit der Magie machen kann. Ich glaube, das ergibt sich dann im Laufe des Spiels. So, hier erstmal Zeug einsammeln.
Hier nochmal gucken. Ah, hier gibt es auch noch was. Ein kleiner Geisterstein. Ich glaube, das kann man irgendwie automatisieren, dass hier automatisch alles eingesammelt wird, oder? Keine Ahnung. Man kann ja hier so viel einstellen. Ich bin ja mit dem Spiel sowieso überfordert. Okay, gut. Hier bei dem können wir auch noch was einsammeln. Pfeile kann ich gut brauchen. Goldzeugs. So. Jetzt. Geht's hier irgendwie noch was einsammeln? Ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch hier. Ich habe noch keinen so einen komischen Yoki entdeckt hier mit so einer schwarzen Speergesichtsplatte. Shikatana. Lampionblumenfrucht. Hier mit so einer schwarzen Wolke. Mit so einer düsteren Aura. Das wird mir jetzt hier noch den Rest geben. Hä? Kommen wir hier hinten noch raus? Ja, hier kann man jemanden beschwören. Nishi Horoshin. Ich glaube, diese blauen Namen hier, das sind keine Spieler, sondern hier einfach KI. KI-Helferlein. Vielleicht hole ich mir mal den einen oder anderen. Würde ich gerne mal ausprobieren. Das ist ein Spieler. So, hier sitzt einer. Oh. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Shit. Nee, oh Gott, ich bin nicht tot. Ah. Das ist immer so unerwartet. So schnell kann ich mich da nicht drauf einstellen. Ich habe halt nicht so eine gute Reaktionszeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich halt grottenschlecht, dass ich dann hier so ein Konter gleich starte. So. Hier gibt's nix, oder? Ah, da! Hallo! So, niedlich. So, und ich würde gerne diesen Shortcut da unten aufmachen. Ohne zu sterben, Typi. Hast du gehört? Ohne zu sterben. Ah, ein Elixier, so. Yippie und juhu, wir haben einen Shortcut geöffnet. Puh. Ah, nee. Was haben wir hier, eine Trommel? Können wir hier trommeln? Nicht wirklich. Okay. Das Mädchen des Schmieds. Ja, da müssen wir jetzt hier wahrscheinlich durch, oder? Oh. I hate it. Hallo? Oh, wow. Oh. Ja.
Oh Gott. Oh, ich hab doch hier einen Konter gedrückt. Och, Menno. Von Ibrun Datara tot gequetscht. Aber zumindest haben wir den Shortcut offen. Was nicht heißt, dass ich hier einfach durchkomme. Ich sehe hier wieder die unbehosten Sprecher der Enterbten hier. Ja. Bahn, Mann. Ugh. Was? Ach ja, und jetzt habe ich kein... Ich irgendwie... Funktioniert das hier mit meiner Ki-Regeneration nicht so wirklich. Drücke hier alle möglichen Tasten und nichts passiert. Kacke. Ein Elixier. So, haben wir jetzt hier... Wo ist hier mein... Ding sie hier. So, dann probieren wir das doch hier nochmal. So. Nein. Versuch 397. Ich stelle mich doof an. Ne, so viele Versuche waren es nicht, aber es waren schon einige hier. So, du kommst mir jetzt nicht nachgelaufen. Die laufen nämlich hier noch in die Boss-Arena nach, die Deppen. Und jetzt bin ich schon gleich hier in so einem Ding gefangen. Das ist so. Gott, habe ich ihm jetzt wenigstens Schaden gemacht? Nee, natürlich nicht. Aber ja, irgendwie mache ich ihm Schaden, aber ich bin selber hier irgendwie immer am Schaden einstecken. Das ist irgendwie total doof. Das nicht. Der baut hier immer mehr solche Fallen auf. Ja, also ich steck da immer was ein, wenn ich...
Bucht, Gronter. Ihr seid gut. Guck mal meine Stamina-Regeneration an. Und jetzt brenne ich auch noch. Gleich mal. Oder? So, besiegt. Okay. Gut, eleganteste Kampf war es jetzt nicht. Besserer Luck. Einen uralten Text, Ipondatara-Hammer. Okay. Puh. Gibt es hier kein Loot? Irgendwelche Kisten? Sonst was? Nee. Mist. Da. Hier gibt es eine Kiste. Will ich aber eine gescheite Belohnung hier haben. Beschwörerkerze. Langbogen. Lampionfrucht. Ich habe jetzt mittlerweile so viel Zeug gesammelt, dass ich... echt mal jetzt alles im Detail angucken muss. Oh, mir schwant Übles. Hallo? Ja, das freut mich auch, was ich hier mache. Das ist eine Schmiedin, oder wie? Oh mein Gott. So, was bewacht der denn Feines hier? Salz. Wir sind hier unter der Erde. Und ich höre schon wieder komische Geräusche. Oh, der verwandelt sich. Hallo. Ich hab doch gekontert. Wie? Ach du meine Güte. Also ich muss sagen, so oft bin ich in Dark Souls nie gestorben, Leute. Also da... Und es ist definitiv kein Dark Souls. Und wenn ihr mich fragt, fand ich Dark Souls einfacher. Mir ist das ein bisschen zu viel Kram hier drin. Kommst du mir jetzt hier nach? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ist er jetzt tot? Oh, nee. Hey.
Unglaublich. Unglaublich. So. Kann man mit ihr jetzt nochmal sprechen irgendwie? Okay, nicht. Okay. Oh, das war jetzt nichts. Ich wollte in die tiefe Haltung mal wechseln. Mal gucken, ob das hier mit denen hier. Elixiere kann ich immer brauchen. Ja, ich glaube, ich bleibe bei der hohen Haltung. Na komm, du blödes Viech hier. Ah, jetzt hat er mich hier gefangen. Oh, hier haben wir einen Kodami. Kodama. Oh, da hätte ich auch mal gucken sollen, hier am Schrein, was wir hier noch jetzt Neues kriegen. Kleiner Geisterstein. Ja, irgendwie schmieden soll man ja dann auch irgendwie was können. Irgendwann mal. Ein Wasseramulett. Lass mich mal meine Gegenstände jetzt mal angucken, was ich hier habe. Wasseramulett. Welches Omnio-Magie mit geheimnisvoller Energie versehen hat. Ein Omnio-Magier. Meine Güte. Verleiht bei Benutzung deiner Waffe die Macht des Wassers. Okay, und diese Lampionfrucht, wofür war jetzt die? Da die Früchte an hellrote Papierlaternen, glaubt man, dass sie den Verstorbenen den Weg zurück ins Reich der Lebenden weisen. Hä? Beschwörerkerze. Okay, gut. Ich glaube, ich muss hier mich wirklich mal zwischendurch mit den ganzen Gegenständen beschäftigen. Wie gesagt, das ist nicht so meins. Habe ich jetzt hier irgendwie einen Weg vergessen? Oder komme ich jetzt wirklich hier nur... Ja, okay, gut. Gehen wir hier mal runter. Und schauen wir mal hier rein. Ah. Ein Schrein. Yippie, juhu. Stufenaufstieg habe ich noch keinen. Schauen wir mal bei Segen. Ach nee, das wollte ich jetzt nicht. Segen wollte ich nicht. Ich wollte hier irgendwie Kodama Segen. Wieso ist es unter Opfer darbringen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Erhöht die Ausrüstungsbilanz um 2%. Erhöht die Seelenkern bislang um 2%. Erhöht die Häufigkeit von gefundenen Elixier. Ja, das kann ich gut brauchen. Den habe ich im Moment drin. Häufigkeit von gefundenen Materialien hier. Ich finde ja eh genug hier. Hier, Leute. Hier steige ich mal hoch und guck mal. Ach so, nee, das ist nur der Abstieg von da oben. Okay. Gut, ein Shortcut. Und hier komme ich wahrscheinlich nicht rein, oder? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich gucke jetzt hier nur mal um die Ecke. Ach du lieber Himmel. Was? Der wirft mit seinen... Immer mit der Ruhe hier.
Ja. Gesundheit weg. Meine ganzen Elixiere. Was für eine Gegend hier. Eine entparalysierende Nadel. Ich glaube, so eine hatte ich schon mal. Da muss ich erst hier wahrscheinlich wieder irgend so ein Yokai. Ja, natürlich. Und ich wieder ohne. Oh Gott. Oh nein, nein. Komm, ein Schlag noch hier. Puh. Habe ich jetzt von dem irgendwas gedroppt gekriegt? Keine Ahnung. Vor lauter schnell, schnell nur hier durch ist jetzt irgendwie. Oh Mann, Leute. Ich dachte, das wäre jetzt hier gereinigt, das Gebiet, wenn ich diesen. Dings hier besiege, aber offensichtlich nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Hm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kleiner Geisterstein, die ist jetzt verschlossen hier, oder? Ja, natürlich. Oh mein Gott, so viele. Jetzt bin ich da drin gefangen, aber Gott sei Dank ist er tot. Steine. Elixier. Ja, wen muss ich denn hier besiegen, um Himmels Willen? Um Himmels Willen, dich hier, oder was? Ach, das ist wieder so ein Affentanz-Dings. Zu langsam, zu langsam. Okay. Gut, aber Leute, ich habe jetzt, glaube ich, keine Lust mehr hier viel zu sterben. Ich werde nochmal meine Ausrüstung überprüfen und werde dahinter laufen
Oder probieren wir es noch einmal? Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Wir probieren es noch einmal. Ah, jetzt ist hier dieser Typ hier. Da laufe ich mal sneaky vorbei. Oh ne, jetzt habe ich diese kleinen Viecher da auch noch. Oh! Oh shit! Oh Gott, das geht nicht gut aus. Ein Yogi-Seelenkern haben wir bekommen. Okay, und ein Holzhammer. Haben wir jetzt dieses Gebiet gereinigt? Schon wieder nicht. Oh mein Gott. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe es nicht. Ach, da hinten ist der andere noch. Ach. Es waren zwei. Ach. Es waren zwei. Mein Gott. Oh nee, und das werden jetzt zu großen Dinger. Nee, Leute, Leute, wisst ihr was? Ich. Hab jetzt hier die Schnauze voll. Ja, aber es hilft ja nichts. Ah, oh, jetzt bin ich hier zu zweit mit den... Ah, nee. Okay, tot. Gut, okay. Dann beende ich hier diese Folge, ihr Lieben. Und ich werde nochmal dahinter laufen. Und wir sehen uns dann vielleicht da hinten, wenn ich diese kleinen Knirpse da besiegt habe. Und mir den zweiten großen hier nochmal vorknöpfe. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.